Halt! Sonderkommissariat des Paraornithologischen Dezernats der Bundespolizei. Wachtelmeister Ätna. Rogelbecher? Natürlich kann ich mich ausweisen. Rogelbecher. Und ob. Kann ich dann jetzt zum König? Rogelbecher. Cool. Ich meine, danke. So, so. Meine Späher haben mir berichtet, dass du kommen würdest. Dass eine neue Macht im Osten des Aufenthaltsraumes sich erhebt, um mich und mein Königreich zu stürzen. Wovon redest du? Da hast du es also geschafft, meine Wachen zu überwinden. Der arme, getreue Drogelbecher. Ich werde ihn mit deinem Blut rächen. Was? Aber, oh, weh, oh mir. Meine Hand ist schwach. Kaum kann sie mein Schwert noch führen. Bin ich im falschen Spiel gelandet? Bevor du aber an dich reißt, was mein Geschlecht seit Generationen aufgebaut. Ein Schloss, meinen Thron und meine goldene Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Musst du mich im geistigen Zweikampf bezwingen? Bist du bereit? Eine goldene Medaille? Echtes Gold? Aber sicher. Und nicht nur das. Wieso? Was denn noch? Ja. Naja, okay. Nur echtes Gold. Aber was erwartest du eigentlich? Hä? Ich bin bereit. So sei es. Der Wettstreit ist hiermit eröffnet. Nun dann. Es gibt kein Zurück mehr. Jetzt geht es um alles oder nichts. Erfolg oder Niederlage. Ruhm oder Schande. Köderfisch oder Wurm. Du machst das aber ganz schön spannend. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Und du musst mir die Lösung sagen. Oder zugrunde gehen. Schon gut. Stell die Frage. Gut. Die Frage. Kopf oder Zahl? Das ist alles? Kopf oder Zahl? Das ist der Wettstreit um den königlichen Thron? Kopf oder Zahl? Kopf. Zahl. Tja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Hast du genug? Ich ziehe dann mal wieder von dann. Cheerio. Ich habe da was für dich. Oh, ist das zu fassen? Deno-Dioness, in Bernstein eingeschlossen, wie es sich gehört. Genau das, was ich für meine Deno-Suchprogramm benötige. Darf ich das behalten? Was bekomme ich denn dafür? Das Einzige, was ich entbehren kann, ist mein Ticket für den Wäschelift. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr nach Peru in meine Bernstein meinen. Kommen wir ins Geschäft. Abgemacht.
Deal. Das soll ein Ticket sein? Das ist doch nur ein Kleiderbügel. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, das ist ein gültiger Fahrschein. Aber du bist noch nicht an der Reihe. Stell dich hinten an und warte, bis deine Nummer aufgerufen wird. Was? Du hast Ticket Nummer 3, dran ist aber die Nummer 2. Ach, das ist doch Käse. Das System irrt niemals. Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Ich muss lang... Pass. Entschuldige bitte. Ja, mein Kind. Brauchst du für dein Wetterexperiment wirklich den Kleiderbügel? Ich habe hier einen, der mindestens genauso gut ist. Aha. Und jetzt willst du tauschen. Das wäre supi. Na, wenn's dich glücklich macht. Danke, du bist ein echter Freund. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön. Du darfst passieren. Ein freundlicher Herr und waschmittelwerbungsweiß. Da kommt der nächste Ausgang. Die Wäscherei hat das gut verpackt. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Der Stromverbrauch hält sich noch in Grenzen. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde jemand ständig das Licht brennen lassen. Das ist zu fest eingepackt. Die Wäscherei hat das gut verpackt. Harvey verbraucht keinen Strom. Und trotzdem läuft und läuft und läuft er. Ich bin wie dieser Hase aus der Batteriewerbung. Nur eben mit Gehirn. Sieh mal, Harvey, Wäsche. Sind es lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Dann lass uns weitersuchen. Und los geht's. Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Ein merkwürdiger Name. Für einen Menschen schon. Aber ich bin... Ein Mantel, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken.
Wir Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Seh schon. Wo fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt 3 Ausgänge. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Da hat man einen netten Ausblick. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, habe ich leider vergessen. Wieso? Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du, nicht wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Mein empfindliches Gewebe. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Was hältst du von dem da, Harvey? Ein wenig zu farblos für meinen Geschmack. Da kommt der nächste Ausgang. Da kommt der nächste Ausgang.